Im Moment reden in Deutschland alle noch halbwegs gut gelaunt von der Krise. Das könnte an zwei Dingen liegen. Entweder wir hier alle haben von Finanzen ungefähr so viel Ahnung wie von Aquaristik oder Ziergarnelen. Oder es geht uns einfach zu gut. Denn mal ehrlich, spürt ihr hier in Deutschland irgendwas von der Krise? Ich persönlich spüre die Krise eigentlich nicht. Aktuell spüre ich sie nicht. Also die Euro-Krise spüre ich, glaube ich, gar nicht. Und ansonsten halt, weiß ich nicht, vielleicht man spürt halt so Ansätze, politische Krise oder so Unzufriedenheit. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich spüre die Krise überhaupt nicht. Krise? Ja. Nee, habe ich selber gerade. Also, die gibt's nicht. Man hört es in den Medien und so weiter, aber ich habe so das Gefühl, das ist wie, wenn man hört, dass jemand krebserkrankt ist, das ist so weit weg von einem. Das hat so mit einem selber nichts zu tun. Ja, die Krise scheint sich also hauptsächlich in den Wirtschaftsteilen der Tageszeitungen abzuspielen, die bei uns allen auf dem Klo liegen. Aber darauf darf sich unser VWL-untrainiertes Gehirn keinesfalls ausruhen. Denn in Griechenland und in Spanien, da hat es schon richtig Rums gemacht. Und die Frage ist, wann geht's uns an den Kragen? Mit diesen trüben Aussichten willkommen im Club. Nikolai, bevor du dein erstes Getränk bei uns kriegst, eine Frage. Warum spricht man von Finanzmärkten immer wie von hysterischen Weibern? Die sind empfindlich, die reagieren nervös. Was ist da los? Das stimmt in der aktuellen Situation und es gibt auch sehr gute Gründe dafür. Und zwar die Finanzmärkte haben das Vertrauen darin verloren, dass die Krisenländer Spanien, Portugal, Irland in der Lage sein werden, ihre Schulden zurückzuzahlen, ihre Staatsschulden zurückzuzahlen. Aber das ist alles so komplex, diese verdammte Schuldenkrise. Muss man sich damit überhaupt beschäftigen? Weil machen kann man eh nichts. Nein, eigentlich muss man sich überhaupt nicht damit beschäftigen. Okay, das war der Club konkret für den heutigen Tag. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Nochmal, wieso muss man sich mit dieser Finanzkrise beschäftigen? Genau, es gibt natürlich mehrere Gründe, aber eigentlich der wichtigste ist der. In Deutschland ist die Krise zwar noch nicht gekommen oder noch nicht so richtig gekommen, aber sollte das passieren, und das kann auch sehr bald der Fall sein, dann werden es viele Leute sehr schmerzhaft am eigenen Geldbeutel spüren. Okay, erste Frage, was ist sehr bald? Diese Frage kann leider niemand beantworten und die Hoffnung ist, dass sehr bald eigentlich gar nicht passiert oder dass es überhaupt nicht der Fall ist, so dass es überhaupt dann nicht dazukommt. Dann einmal kurz drauf anstoßen. Was wäre dann dein persönliches Worst-Case-Szenario, was dann passiert, wenn sie einschlägt? Wenn die Krise einschlägt, mein persönliches Worst-Case-Szenario ist natürlich für mich, dass ich einfach meinen Job verliere. Auch du als Wirtschaftler? Das kann durchaus passieren, dass viele Akademiker ihre Jobs verlieren. Das kann durchaus der Fall sein und insbesondere solche Akademiker wie ich. Sprich, aber es trifft die Jungen, also es trifft die, die neu im Job sind. Also wenn die Krise tatsächlich kommt, auch nach Deutschland kommt oder auch Deutschland erreicht, dann wird sie vor allem junge Menschen treffen. Das werden die ersten Arbeiter, die dann entlassen werden. Das werden vor allem junge Arbeiter, die noch nicht so viel Erfahrung haben, noch nicht so viel Betriebszugehörigkeit. Allerdings geht es Deutschland insgesamt sehr gut. Aber du würdest nicht darauf wetten, dass es für immer so bleibt? Ich würde nicht darauf wetten, dass es für immer so bleibt, denn es kann durchaus sein, dass morgen, übermorgen oder in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn die Krise noch ungelöst ist, dass sie dann auch nach Deutschland kommt und dann mit voller Wucht uns in die Rezession treibt. Und dann kann uns blühen, das, was in Spanien gerade los ist. In Spanien sind übrigens die Deutschkurse total ausgebucht. Und das liegt nicht daran, dass das Heidelberger Schloss so bezaubernd ist, sondern das liegt daran, dass die alle rüber machen wollen, weil die Leute zwischen 19 und 25 sind zu 51% arbeitslos. Und da kann man schon mal verständlicherweise sehr schlechte Laune kriegen. Club-Konkret-Reporter Daniel ist nach Madrid gefahren und hat geschaut, was passiert, wenn die Krise reinhaut. Im Mai.
Zigtausend Spanier demonstrieren gegen die Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Und heute geht es ihnen sogar noch dreckiger. Oder? Perdóname, chicos. Trabajo para la televisión alemán y queremos saber cómo te sientes en la crisis. Bien, mal, 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 normal. Mal. ¿Puedes mostrarme con ese en la cámara? Mal. ¿Hablas alemán? Sí. ¿Sí? Vivo en Alemania. Ah, ¿wo denn? En Berlín. En Berlín. Ist das mittlerweile normal, dass man als Spanier weg muss aus dem Land, weil es ja, keine auf jeden Fall. Gibt? Also ich habe mittlerweile gesehen, dass viele Leute aus Spanien dahin kommen. Also ich bin seit 3 Jahren da und ich habe das Gefühl, in den letzten 3 Jahren ist es krasser geworden. Deine ganzen Kumpels können auch in Berlin. Genau. Also uns wurde was anderes gesagt. Also uns wurde gesagt, alles wird gut. Die schlechten Zeiten sind vorbei. Das ist einfach nicht wahr. Also, Fazit. Mittlerweile ist jeder zweite Spanier unter 25 arbeitslos. An der Puerta del Sol begann 2011 das große Misstrauen gegen Regierung, Wirtschaft und Immobilienspekulation, die die Krise gemeinsam angerührt haben. Hier bin ich mit Fernanda verabredet. Die hat nämlich ein schönes großes Stück vom Krisenkuchen abbekommen. Ich habe studiert, ich mache jetzt meine Doktorarbeit. Aber man kann nicht einfach Job finden, in was man studiert hat. Du sprichst ja ziemlich gut Deutsch. Wo hast du das gelernt? In Deutschland. Wäre das eine Möglichkeit für dich, nach Deutschland zu gehen und da zu arbeiten? Nein, ich muss hier bleiben. Warum? Weil ich habe eine Familie und ich helfe meine Familie hier. Es gibt manche Schulden in meiner Familie und ich muss sparen und ein bisschen beitragen. Das heißt, es bleibt für dich eigentlich nur die Möglichkeit, in Spanien zu bleiben und mit 1000 Euro trotz Doktorgrads zu leben. Genau, hier zu leben und die Lage zu ertragen. Es ist eine Scheiße, vielleicht nicht heute, aber mit der Zeit wird eine Scheiße sein. Eine große Scheiße. Krise ist scheiße, aber noch beschissener ist, nichts dagegen zu tun. Und ich bin jetzt mit Anna verabredet, die macht das dagegen. Hola, es para la manifestación del 12 de mayo. Hola, perdone, es para la manifestación del 12 de mayo. Gracias. Es para la manifestación del 12 de mayo. Muchas gracias. Hi. Hola. Hallo. Du verteilst ja gerade Flyer. Wogegen denn? Es para la manifestación global del día 12 de mayo. Und was macht ihr da am 12. Mai? Es para protestar en contra de la crisis, de los recortes sociales, del sistema financiero. Du machst das ja mit Democracia Real, ja. Was ist das genau? Es una plataforma ciudadana que se dedica a través de acciones a visibilizar todos los efectos que produce la crisis en los ciudadanos. Und warum machst du jetzt bei Democracia Real mit? Pues porque soy una joven realmente afectada por la crisis. Tengo 2 carreras, 25 años, hago un máster y no tengo empleo. Bueno, actualmente tengo un trabajo, hago unas prácticas en una ONG por 230 euros al mes y luego tengo un trabajo inestable de vez en cuando. Also 25, Ausbildung, Recht und Politik. Politik. Musst bei deinen Eltern leben, machst ein Praktikum, verdienst nichts und musst noch nebenher im Shop arbeiten. Das ist doch totale Scheiße, oder? Ja. Sí, bist du die Einzige, der es so geht oder wie geht es deinen Freunden? Sí, mis amigos todos tienen prácticamente la misma situación, pero si quieres luego ahora te lo enseño. Ah, okay. Cool. Bueno, aquí estamos. Este es el Patio Maravillas. Ah, sí. Sí, sí, perfectamente. Pues me lo puedes llevar, te puedes llevar el pantalón y tú puedes traer otro día otra cosa que tú no necesites. Ich glaube, die passt mir aber nicht. Ist ein bisschen groß, ne? Wie lebst du denn? Tu biografía, tu tienes trabajo? Yo sí, ahora por suerte estoy empezando a tener trabajo, porque he estado un año y medio casi en paro.
buscando trabajo y ahora estoy empezando a encontrar algunas cosillas de trabajo de lo mío, que es de sonido, técnico de sonido, pero ha costado, ha costado. Terminé de estudiar hace pues año y medio y he hecho algún curso gratis de la oficina de desempleo. Glaubst du, es würde diesen Ort hier geben, wenn es die Krise nicht geben würde? Creo que sí que existiría, porque yo creo que movimientos sociales han existido siempre, independientemente de las condiciones del país, porque siempre hay algo por lo que luchar. Pero quizá no tendría la aceptación o la cantidad de gente que lo usa que tiene ahora. Ahora sí que son sitios a los que va mucha gente, todos los días hay un montón de actividades. Aber mal ehrlich, die Krise hilft. Sí, bueno, ayuda un poco entre comillas. Yo creo que la gente ve este tipo de sitios como centros a los que puede acudir a encontrarse con sus amigos, con personas que tengan bueno, inquietudes similares a las suyas. Y yo creo que sí que funciona como centro de, bueno, como sitio al que ir pues, para echar una mano, para que te ayude, para colaborar, para conocer gente. Daniel, Club Konkretreporter, hi, frisch zurück aus Madrid. Sozusagen. Gab es zu rote, zu große T-Shirts schon billiger? Ja, das ist ja von der Universität. Ich dachte aus Solidaritätsgründen, zieh es mir mal an, weil es den Studenten da ja auch irgendwie ziemlich scheiße geht. Hast aber nicht aus der Kleiderkammer. Was ist dein Eindruck in Madrid, den du gewonnen hast? Es war eine surreale Situation, weil einerseits, wenn du in der Innenstadt bist, blüht alles. Es ist richtig viel Kohle da, es sind überall Touristen, es sind überall die fetten Shops, die wir auch hier haben. Und dann gehst du durch die Straßen und fragst die Leute, was sie gemacht haben. Und jeder Jugendliche sagt dir, ey, es ist echt zum Kotzen. Weißt du, es geht scheiße, wir kriegen keine Jobs, wir wissen nicht, was wir machen sollen, wir müssen für wenig Geld arbeiten. Es war irgendwie, passte gar nicht zusammen so richtig. Der letzte Typ in dem Beitrag hat noch versucht, so was Positives rauszuholen, nämlich, dass sich so Orte wie dieses besetzte Haus, dass sich Protest organisiert. Hast du da so ein Aufbruchsgefühl gehabt, dass die Leute sich wenigstens sozial verbunden fühlen in ihrem Protest oder so? Also dieses Haus, dieses besetzte Haus in dem Stadtkern von Madrid war extrem beeindruckend, weil es war überhaupt nicht verlottert, sondern sehr gut gepflegt. Es kamen da alle möglichen normalen Leute auch hin. Es gab ganz viele Möglichkeiten, da was zu machen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass sie da versuchen, das Beste aus ihrer Situation zu machen, indem man sich halt zusammenfindet. Und da gibt es halt wirklich so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das habe ich als dann doch sehr, sehr positiv empfunden. Das vermisse ich hier zum Beispiel in Deutschland schon, dass man sagt so, ey, ich habe ein Problem, wo kann ich denn damit hingehen? Und da kannst du hingehen, wenn du aus der Wohnung fliegst zum Beispiel, weil du deine Schulden nicht mehr bezahlen kannst, dann kannst du da hingehen und die helfen dir, irgendwo unterzukommen. Das ist irre. Wie weit ist es noch hin, bis wir in Deutschland Kleiderkammern haben und Daniel sein hübsches rotes T-Shirt gegen meinen kurzen Rock eintauschen kann? Muss also bis sein? Die Situation ist, dass die Kaufkraft hier nachlässt, dass ich nicht mehr shoppen gehen kann? Das ist sehr schwer zu sagen. Also wenn uns die Krise hier in Deutschland einholt, richtig einholt, dann wird es dazu kommen. Also kann es passieren? Das kann. Was ist denn deine persönliche Wette, Schätzung, wie auch immer? Ich bin ein gemäßigter Optimist, wenn ich so formulieren darf. Und zwar, lass es irgendwie halb voll. Ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir heil aus der Krise kommen und das Ganze am Schluss auch für die Krisenländer ein gutes Ende hat, ist 51%. Toll. Und der 1% gut, ist... Da kann man einmal nochmal anstoßen. 51%. Also sagen wir es mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem großen wirtschaftlichen Zusammenbruch kommt, ist groß. Aber nichtsdestotrotz bin ich ganz leichter gemäßigter ist Optimist. Echt groß? 49%. Ich verdränge das immer, ey. Ich verdränge das wirklich immer. Crisis? What is a crisis? Und bevor wir jetzt alle eine Träne im Knopfloch haben, wechseln wir mal die Ebene und werden ein bisschen esoterisch. Die Herren, was? Ihr dürft euch ausleben, ihr dürft malen. Ja. Ihr dürft die Krise malen. Wer hat eigentlich schon wieder diese Idee gehabt? Ich finde das eigentlich gut, weil wenn die ganze Wirtschaft baden geht, dann kann, kann handwerkliches Geschick nicht das schaden. Das darf ich nicht, ja. So. Und ich kann so überhaupt nicht malen, das wusstet ihr, oder? Ich weiß es nicht. Ich wusste noch nicht von was du kannst, aber... Doch. Wenn du tanzen magst, nicht umsetzen, aber okay. Das Zeug ich versuch's trotzdem. Jeder malt seine Krise, ohne zu spicken. Ach so, ohne zu spicken. Ja, okay. Ja. Ohne zu spicken. Ich darf. Du darfst ich bin lachen. Ich bin der Chef. Du darfst leicht lachen, weil es... Ja, das...
Ah, das ist unfair. Kann er besser malen als ich? Ich weiß es nicht. Ich bin fertig. Es wird sonst, glaube ich, auch zu langweilig insgesamt in unserem dynamischen jungen Programm. So. So. So, gewollt, hip und cool präsentieren wir jetzt unsere Ergebnisse uns gegenseitig. Bemüht hipstermäßig, Daniel Bröckerhoff in deinem. Aber ich dachte halt kein Geld mehr, alle traurig und Haus kaputt. Weil so soll es in Spanien ja auch sein. Sehr schön. Darf ich mein Kunstwerk zeigen? Und zwar. Ich habe es extra hier mit Hinweis dazu geschrieben. Wolken, Regen, das ist die Krise, aber da hinten ist die Sonne. Genau. Das ist die Hoffnung. Oder der leichte Optimismus. Also meine Krise sieht so aus. Nikolai, erkennst du dein Werk noch? Haben wir nämlich bei Nikolai aus dem Büro geklaut, aus dem Vorgespräch. Gut, oder? Was ist das? Das ist die Krise. Ja. Das ist unser erfolgloser Versuch, die Krise zu lösen. Ja, oder? Und das ist die Apokalypse. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn die Krise so aussieht, dann habe ich auch die Hosen voll. Wir haben euch mal gefragt, wovor habt ihr Angst in der Krise? Wenn es morgen losgeht, dann mache ich mir Sorgen um alle, die ich kenne, die arbeiten und saumäßig aufs Geld angewiesen sind. Am meisten Schiss habe ich, dass ich meine Existenz nicht mehr sichern könnte. Dass ich meinen Arbeitsplatz verliere. Davor, dass meine Zukunft irgendwie den Bach runtergehen würde. Dass die Geschäfte leer sind vielleicht. Ich hatte wahrscheinlich am meisten Schiss, dass es meiner Familie nicht gut geht. Was bringt es jetzt, Angst zu haben? Also macht die Sache nicht wirklich besser. Wenn es dann soweit ist, muss man damit klarkommen. Nikolai, du bist schon mal aus dem Land, aus Bulgarien raus, weil du da wirtschaftlich keine Zukunft hattest, bist hierher gekommen. Hast du jetzt wieder Angst, wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt geht es Deutschland langsam schlecht? Momentan habe ich natürlich schon Angst, dass ich morgen oder im nächsten Monat meinen Arbeitsplatz verlieren kann. Und deswegen verstehe ich durchaus, dass die also ähnliche Ängste haben um ihr Einkommen, um ihren Arbeitsplatz. Aber beim letzten Beitrag, das, was die junge Dame da gesagt hat, dass es nichts hilft, wenn man einfach Angst hat, das ist richtig. Also das hilft nichts. Also wenn es dazu kommt, dann kommst du dazu. Angst haben hilft nichts. Du arbeitest beim IFO-Institut und berätst auch Politiker und so. Bist du so der schlechte Laune-Onkel, der immer nur die schlechten Nachrichten überbringt? Nee, überhaupt nicht. Also wir versuchen bei unserer sogenannten wirtschaftspolitischen Beratung schon möglichst objektiv zu sein. Wenn es gute Nachrichten gibt, dann berichten wir darüber. Wenn es schlechte Nachrichten gibt, mein Gott, dann ist es so. Wie unabhängig bist du und dein hübsches Institut? Also politisch sind wir unabhängig. Wir werden vom Staat finanziert, aber wir stehen nicht unter dem Einfluss einer bestimmten politischen Partei oder einer Gruppierung. Aber kann man nicht ernsthaft Meinungen auch ausrechnen, wenn man es drauf anlegt? Meinungen ausrechnen? Ja, dass die Politik zu euch kommt und sagt, ich hätte gerne Zahlen zu dem und dem und dem. Könnt ihr da nicht was machen? Könnt ihr da was machen? Prinzipiell wäre es möglich. Sowas versuchen wir aber zu vermeiden. Also bisher, also solange ich am IFO-Institut bin, ist es uns gelungen. Aber das ist nicht auszuschließen, dass in Zukunft der Versuch von der Politik kommt, dass wir Ergebnisse liefern, die auch eine politische Färbung haben. Wie weit geht deine Liebe zu Zahlen? Rechnest du privat auch gerne die Haarfarbe deiner Frauen aus? Ich weiß es nicht. Das ist die Haarfarbe. Aber man muss auch bedenken, Ökonomen sind nicht die einzigen, die mit Zahlen arbeiten. Ingenieure arbeiten mit noch mehr Zahlen, beispielsweise Physiker mit noch mehr Zahlen, noch mehr Formeln als wir. Und die berechnen die Haarfarbe ihrer Frauen oder ihrer Freundin auch nicht. Zumindest nicht jeden Tag. Der Mensch ist ja leider ein egomanes Tierchen. Wenn es um Wald geht und wenn es um die Luft geht, dann ist es immer so, dass wir uns einschränken müssten, damit es der nächsten Generation mal ein bisschen besser gehen kann. Und genauso war es mit den Schulden. Es hätten viele Leute lange Jahre sparen müssen, damit wir jetzt nicht so tief in der Scheiße sitzen würden. Und wir haben derzeit 2 Billionen Euro Schulden, Deutschland, oder? Richtig? 2 Billionen? Wie viele Nuller sind das? Oh, ich bin sehr schlecht im Kopfrechnen. Ich mache alles am Computer. Okay. Aber es sind, glaube ich, über 20.000 pro Kopf. Schulden. Damit wir uns richtig verstehen. Und in die Situation hat uns natürlich irgendjemand reingeritten. Da könnte man jetzt sagen, die Politiker waren es der letzten Generation, weil die dieses ganze Schuldendebakel nicht auf dem Schirm hatten. Daniel hat sich mal mit 2 Politikersöhnen getroffen und die beurteilen jetzt für euch die Arbeit ihrer alten grauen Herren. So, ich treffe jetzt gleich da hinten den ersten Politikersohn meines Lebens.
Johannes Kretschmann, das ist der Sohn vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten und ich bin echt gespannt, wie das wird. Daniel, guten Abend. Hi. Man sagt ja oft, dein Vater könnte ja auch eher in der CDU sein, so von seiner Art her. Würdest du das auch so sehen? Nee, überhaupt nicht. Nicht? Wieso nicht? Den Leuten fehlt einfach meistens ein Attribut für meinen Vater und deswegen sagen sie konservativ, weil ihnen nichts anderes einfällt. Was würdest du für ihn geben? Grün. Was politisch angeht, ist der Grün, Grün durch und durch. Ah, hier ist der Spezialist. Schmock. Auf die Allgemeinheit, wie mein Opa zu sagen pflegt. Auf die Krise, würde ich sagen. Es gibt halt gewisse Medien, die mein Vater halt gerne als linken Rambo oder roter Rambo oder sonst was oder als irgendwie harten Hund ohne menschliche Gefühle darstellen wollen. Und das passt halt auch ganz gut, wenn das aus einer bestimmten politischen Ecke kommt. Oh, das wird der Fabian sein. Daniel. Moin. Fabian. Fabian Stegmann. Johannes Kretschmann. Freut mich sehr. Ja, ich habe kein Bier für dich. Ich würde sagen, du trinkst bei mir mit, ne? Oder bei mir. Oder bei mir. Ja. Wir schaffen das alle, schon. Alle Brüder, wa? Zum Wohl. Ich versuche ja gerade, alles über die Krise zu sammeln. Wie ist denn das bei euch zu Hause? Wird da viel geredet über Finanz-, Wirtschaftskrise? Das ist natürlich auch ein Gefühl, wie man sich in der Krise fühlt, wenn man jetzt mit seinen Eltern am Küchentisch sitzt. Ja. Wie fühlt man sich denn in der Krise? Ich meine, ich bin immer in der Krise. Also ich bin im beruflichen Umbruch als Geisteswissenschaftler mit einem Abschluss ist man das gewohnt, dass das Leben krisenhaft verläuft. Oh Gott, ja, kommen wir doch auf die Apokalypse, ja. Ja, Stimmungskanonen mit dabei. Ja. Perfekt. Komm denn hier. Danke so, dir. Ein Gruß aus der Küche. Ja, genau. Dankeschön. Und Jungs, erstmal hier, ne? Ja. Auf den schönen Abend. So Rock. Jetzt sitzen wir hier so gemütlich mit Bier und Kurzen und Rauchwaren und es geht uns gut. Aber wenn man sich mal anguckt, wir haben echt Schulden bis hier. Habt ihr nicht Angst, dass es irgendwann mal so weit kommt, dass das ganze Finanzsystem zusammenbricht? Zum Glück sind wir jetzt schon ein Stück weit, dass wir den Ernst der Lage, glaube ich, langsam begreifen. Wie zum Glück? Ja, irgendwann, dass man irgendwann auch mal handelt. Ich meine, das sind ja natürlich Probleme, die über Jahrzehnte sich aufgebaut haben. Ja. Das hat, es hat niemand geahnt. Niemand in der Form, auch nicht die Linken. Dass es so kommt, wie es jetzt kommt. Das muss man noch geahnt niemand, haben. Niemand, also aber ehrlich, niemand wusste das. Du kannst doch nicht davon ausgehen, dass, dass die alle blind davor gelaufen sind. Aber so war es doch. Überhaupt nicht. So war's also wenn doch. Du mal guckst, wie die Leute vorher, kurz vor der Krise, vor diesem Ausbruch der Krise spekuliert haben, die haben an der Krise verdient. Und das machst du nur, wenn du kurz, hast. Kurz davor, ja. Hast. Da waren einfach die Leute, die so, sowohl in der Opposition in der Regierung waren, die haben das irgendwie nicht gecheckt. Die waren blind, für Probleme blind. Aber es geht ja erst darum, was meinst du, hat es dein Vater und die rot-grüne Regierung vielleicht auch versaut? Mein Vater ist nicht die rot-grüne Regierung, aber die haben, also da hat es angefangen mit der Deregulierung der Finanzmärkte und das ist ein absoluter Fehler gewesen. Das war ein richtiger Fehler und das war ein Bockmist und dafür wurden wir übrigens auch zu Recht abgestraft und rausgewählt. Also ich meine, wie töricht kann man denn sein, dass man über Jahrzehnte Schulden anhäuft? Jeder private Mensch wäre da unten durch, jeder. Dieser Kapitalismus lebt halt nicht davon, dass ihn Leute verstehen und dass Leute darauf Einfluss haben, ja. Sondern er lebt, weil wir einfach nach Profit streben und eben, dass alles andere da untergeordnet wird. Und nicht, dass irgendwelche Leute es verstehen und Krisen kommen immer. Das heißt, man kann voraussehen. Und ich möchte jetzt nicht Orakel spielen, aber ich sage, das ist nicht die letzte Krise, die wir haben, sondern es wird immer noch eine stärkere geben. Ja, die beiden stellen ihren alten Herren ja kein so richtig gutes Zeugnis aus. Daniel, wer ist deiner Meinung nach schuld an der Krise? Es ist schwierig zu beantworten, weil ich glaube, es ist ein Konglomerat, eine Mischung aus ganz vielen Rädchen, die ineinander greifen, die dazu geführt haben und wo ganz viele Leute weggeschaut haben, wegschauen wollten, fürs Wegschauen bezahlt wurden. Wegschauen verdient haben. Und, das sind natürlich Politiker, Banken, Investitionsmenschen. Und ich habe mal auch mal gefragt, im Internet, das machen wir ganz gerne, dieses Internet benutzen. Dieses www.de. Genau. Was sagt das www.de dazu? Ich wer hat es verbockt? Genau, ich habe es nicht ausgedruckt, aber runtergeladen und habe genau gefragt, wer ist denn jetzt eigentlich schuld an der ganzen Misere? Und was machen wir dagegen? Und da gab es eine schöne Antwort von
Ben, der hat geschrieben, in erster Linie sind wir schuld, die Politiker laufen gelassen zu haben und nicht stärker überwacht zu haben. Ne? Aber ich finde, es sind nicht nur die Politiker, sondern auch die Finanzmärkte. Dann gab es die Frage natürlich, was mache ich denn jetzt? Was machen wir denn dagegen? Und die Vivian meinte, also ich bezweifle, dass wir die Krise abwenden können. Und selbst wenn es bei uns besser wird, wird es anderswo schlechter. Es geht doch alles so nach und nach bankrott. Das ist natürlich eine total positive Sendung, die wir heute machen. Ja, aber die Jona hat die gute Antwort. Mehr revoltieren, Privatisierung stoppen, für Mindestlöhne kämpfen. Der Staat sollte mehr in die freien Märkte eingreifen. Ganz offensichtlich können sie sich nicht selbst regulieren. Also was muss jetzt passieren, damit alles wieder aufgebaut wird? Also wir haben einen bestimmten Zustand erreicht und im Nachhinein stellen wir fest, bestimmte Entscheidungen, die aus damaliger Sicht richtig waren, sind aber nicht richtig gewesen. Und unsere Aufgabe jetzt ist aber nicht zu den Schuldigen zu suchen, sondern zu versuchen, möglichst die Fälle, die wir aufgedeckt haben, einfach zu reparieren. Das ist Die richtige Einstellung und die positive Einstellung. Oh, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, die man nur sehr umfangreich... Du bist Doktor, Alter. Also, eine Antwort bitte. Nee, der Punkt ist, es kommt darauf an, um was es geht. Ob es um die Finanzmärkte geht, um Arbeitsmärkte, um Produktmärkte. Das hängt ja zusammen. Das hängt alles auch zusammen, die sind interdependent. Und je nachdem, worüber man sich unterhält, gibt es andere Medikamente sozusagen, die man da an der Stelle braucht, um den Markt zu heilen. Jeder einzelne dieser naiven jungen Menschen wie ich und Daniel, können wir irgendwas machen? Oh, ich würde einfach so die Unterscheidung treffen, wenn ihr reich seid und ihr ein Vermögen habt, was sich irgendwas geerbt habt oder keine Ahnung was, dann habt ihr vielleicht die Möglichkeit, dieses Vermögen irgendwie zu retten, indem ihr euch ein Haus kauft oder in bestimmte Wertpapiere investiert. Aber das wäre schon, das würde in Richtung private Finanzberatung gehen. Das würde ich hier nicht machen. Und das ist, glaube ich, auch die Situation von vielen jungen Menschen, dass sie nur gar kein Einkommen oder nur geringes Arbeitseinkommen haben. Leider muss ich an der Stelle ehrlich sagen, die können nichts machen. Die können nur hoffen, zumindest momentan nur hoffen, dass die Krise uns nicht einholt. Was machst du denn persönlich mit deiner Kohle? Ich befinde mich in einer sehr, sehr typischen Situation eines jungen Menschen. In unserem Alter halt, ich habe auch kein Vermögen oder ist mir bisher keine Vermögensbildung gelungen und deswegen kann ich nur mein Arbeitseinkommen konsumieren. Ein bisschen spare ich, aber das ist jetzt nicht etwas, worüber man sich jetzt an der Stelle unterhalten müsste und könnte. Weißt du, was der Mann uns gerade durch die Blume sagt? Er sagt, verprassen. Ja, feiern, konsumieren, Klamotten kaufen, saufen, Prost, komm, darauf trinken wir. Aber wenn das Ende einer Wirtschaftssendung mit dem Slogan endet, fummeln, feiern, fröhlich sein, und das wird einem noch von einem Ökonomen attestiert, kann es eigentlich nicht so schlecht gelaufen sein, oder? Der Freibrief zur guten Laune. Eigentlich kann man nicht viel gegen die Krise machen. Also, wie gesagt, man kann nur hoffen. Das nächste Mal im Club konkret besuchen wir unsere freundlichen Mitmenschen mit den kruden Thesen und den Glatzen. Wir fragen uns, wie um Himmels Willen wird man Nazi? Bei uns ist Felix, der hat mit 18 seine erste Kameradschaft gegründet, saß dann im Bau ein und ist jetzt Gott sei Dank wieder raus aus der rechten Szene. Der wird uns erzählen. Bis dahin, bis in 2 Wochen. Auf Wiedersehen.